Zauberhaftes Morgenland. Das sind endlose Wüsten, grüne Oasen, exotische Kulturen und glitzernde Metropolen. Dubai und der Orient. 7 Tage wie aus 1001 Nacht heißt es für die Gäste der Mein Schiff 2 im Winter 2012-2013. Dubai. Die knapp 2 Millionen Einwohner zählende Metropole ist das wirtschaftliche, politische, kulturelle und architektonische Herz des Emirates. Stadt der Zukunft. Keine Stadt hat sich in den letzten Jahrzehnten so rasant entwickelt wie Dubai. Sichtbares Wahrzeichen der Stadt ist der Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt. 828 Meter misst der Megatower. Auf der Aussichtsplattform in Etage 124 hat der Besucher einen fantastischen Blick über die Stadt und ihre gigantischen Architekturprojekte im und am Arabischen Golf. The Palm Jumeirah ist eine künstlich erschaffene Inselgruppe, die in Form einer Palme angelegt wurde. An der Spitze von The Palm befindet sich das Atlantis, eine großartige Hotel- und Freizeitanlage von Unternehmer Sol Kerzner. Außerhalb von Dubai-Stadt lockt die Wüste mit ihrer faszinierenden Weite. Bei organisierten Touren zu Fuß oder mit dem Jeep lässt sich die eindrucksvolle Landschaft entdecken. Ein spektakuläres Abenteuer. Nichts ist unmöglich im Wüstenstaat Dubai. Außentemperaturen von mehr als 40 und Innentemperaturen von minus 5 Grad. In Dubai befindet sich die größte Indoor-Skihalle der Welt. Ein Besuch im größten künstlichen Skigebiet lohnt sich. Allein schon zum Schauen. Dass Dubai die Stadt der Superlative ist, zeigt nicht zuletzt das Hotel Burj Al Arab. Es ist das wohl bekannteste Gesicht der Stadt und kann auch von den Gästen der Mein Schiff 2 bei einem Ausflug besucht werden. Die Ausstattung im Burj Al Arab ist pompös. Insgesamt verfügt das Hotel über 202 Suiten. Von Dubai geht es entlang der Küste weiter ins Sultanat Oman und seine Hauptstadt Muscat. Die Hafenstadt am Golf von Oman bietet mit ihrem Bergpanorama eine eindrucksvolle Kulisse. Ausflüge gibt es hier zum Beispiel zum Four Knuckle. In 200 Meter Höhe auf einem Hügel gelegen, hat man von hier aus einen weiten Blick. Im Hafenviertel von Muscat befindet sich der älteste Markt der Stadt, der Mutrasuk. Außergewöhnliche Gewürze, orientalische Musik, bunt glitzernde Farben und multikulturelle Kundschaft. Der Mutrasuk ist ein Bazar, der garantiert viel Spaß bereitet. Das eindrucksvollste Gebäude der Stadt ist die Sultan Qaboos Moschee. Sie ist nicht nur das wichtigste Bauwerk des Landes, sondern auch eine der größten Moscheen weltweit. Idyllisch eingerahmt von den wilden Ausläufern des Hajar-Gebirges liegt das Al Bustan Palace Hotel direkt am Golf von Oman. Das achteckige Luxusresort lässt keine Wünsche offen. Auch die Gäste der Mein Schiff 2 können einen Ausflug zum Hotel buchen. Vom Marina aus startet eine Bootstour an Muscats Küste entlang. Bei Temperaturen um 25 Grad lässt es sich auf einem kleinen Motorboot wunderbar aushalten. Vom Sultanat führt die Reise der Mein Schiff 2 weiter in Richtung Abu Dhabi. Das moderne Abu Dhabi ist das größte der 7 Emirate. 2,2 Millionen Einwohner leben in der gleichnamigen Hauptstadt. Die zahlreichen Einkaufszentren bieten schier unbegrenzte Shoppingmöglichkeiten. Das Emirates Palace ist mit seinen gigantischen Ausmaßen eines der besten Hotels der Welt. Als besonderen Höhepunkt können die Passagiere der Mein Schiff 2 bei einem Ausflug das Emirates Palace auch am Abend beim Dinner erleben. In Abu Dhabi steht die drittgrößte Moschee der Welt, die Sheikh Zayed Moschee. Das prunkvolle Marmorgebäude umfasst 80 Kuppeln, 4 Minarette und bietet Platz für bis zu 40.000 Menschen. Ein Falke gilt in arabischen Scheichtümern als sehr wertvoll. Verletzt er sich, ist das Falkenhospital die Anlaufstelle. Das Falkenhospital ist auch für Touristen geöffnet. Im Themenpark Ferrari World dreht sich alles um die roten Flitzer aus Maranello in Italien. Der Park ist eine Anlage der Superlative.
Am fünften Tag der Reise wartet das Königreich Bahrain auf die Gäste der Mein Schiff 2. Der Staat liegt westlich von Katar und besteht aus 33 kleinen Inseln. Das Bahrain National Museum in Manama ist das größte und gleichzeitig älteste Museum im Nahen Osten. Auf mehr als 27.000 Quadratmetern werden zahlreiche archäologische Funde präsentiert. Ein unglaubliches Phänomen und damit auf jeden Fall eine Reise wert ist der Baum des Lebens. Der 400 Jahre alte Baum gilt als Naturwunder, denn er steht seit jeher inmitten der Wüste und das scheinbar ohne Wasser. Etwas außerhalb wartet ein weiterer Ausflugshöhepunkt, das Erdölmuseum. Die älteste Ölquelle am Golf lockt jedes Jahr zahlreiche Touristen an. Wer bisher dachte, Bahrain bestehe nur aus Wolkenkratzern, Ölquellen und Shopping-Malls, der irrt. Experten vermuten in dem Wüstenstaat die erste Hauptstadt einer der ältesten Hochkulturen der Erde. Das Bahrain-Fort ist heute UNESCO-Weltkulturerbe. Nach einzigartigen Eindrücken in Muscat, Abu Dhabi und Bahrain geht es wieder zurück nach Dubai, in den Basishafen der Mein Schiff 2 im Winter 2012-2013. Dubai und Orient. Das zauberhafte Morgenland verabschiedet sich und freut sich auf die Gäste der Mein Schiff 2.